Zwei Lichtschalter treffen sich. Der eine fragt, darf ich dich mal drücken? Der andere sagt, davon gehe ich aus. Wann haben Sie das letzte Mal herzhaft gelacht? Was hat Sie erheitert, dass Sie gar nicht mehr aufhören konnten zu lachen? Ein guter Witz? Oder ein Videoclip, so wie bei versteckter Kamera? Was lässt uns denn eigentlich lachen? Worüber können wir uns unbändig freuen? Und dürfen wir überhaupt noch lachen angesichts unserer Not und der Kriege überall? Sarah, die Frau Abrahams, die sagt, Gott ließ mich lachen. Ehrlich kaum zu glauben, dass Gott einen zum Lachen bringen kann. Aber so ist es. Auch wenn es unter uns Christen viele gibt, die eher einem Trauerkloß gleichen. Lachen ist erlaubt. Nicht das Auslachen, das sich über jemanden lustig machen, sondern das Lachen der Freude, weil etwas Wunderbares geschehen ist, weil sich ein Problem auf einmal in Wohlgefallen aufgelöst hat oder einfach, weil wir leben. Vielleicht erinnert sich jemand von euch an die Ente, Alfred Judokus Quark. Er hatte es auch nicht leicht und er hatte wenig Grund zum Lachen. Und doch singt er. Ich bin so fröhlich, ja, so sehr fröhlich. Und er fragt sich gleichzeitig, ich weiß nicht, warum ich so fröhlich bin. So ausgesprochen fröhlich, ja, so fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich. Ganz fröhlich, doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie. Sicherlich passieren auch uns Missgeschicke. Blamieren wir uns oder ist manchmal einfach alles nur trist? Alfred Judokus Quark singt, ich bin auch schon mal traurig, so abgrundtief traurig. Dann bin ich schaurig traurig, dann tut mir alles weh. Doch tief in uns können wir genauso wie Alfred Judokus vielleicht fühlen, da ist doch etwas, das uns trägt, das uns hält. Und dieses Etwas, das will wachsen und es will heraus, so wie ein Gelächter. Ganz leise bahnt es sich an, vielleicht auch zur Unzeit. Und es wächst und es ist dann nicht mehr zu bändigen. Ja, Lachen ist nicht nur gesund, sondern wer lachen kann, der hat auch eine Grundlage, den Ernst des Lebens zu bewältigen. Und wir haben auch eine Grundlage, auf der wir unser Leben aufbauen. Auf ein Versprechen Gottes. Ich habe dich gesehen und als mein Kind angenommen. Du bist wertvoll und ich bin an deiner Seite. Ja, Gott lässt uns lachen. Wir dürfen fröhlich sein, auch wenn alles andere nicht glänzt. Gott, ich danke dir. Du lässt mich in all meinem Elend nicht allein. Du lässt mich lachen, weil das Leben noch dauert.